Samstagsausgabe der NZZ. Haben vielleicht einige von Ihnen gesehen. Titel: Experten für den Weltuntergang. Grundthese: Die Grünen bewirtschaften diese Katastrophengeschichte immer wieder von Neuem äußerst geschickt, machen damit politisch Stimmung und sind heute in der Lage, auch ganz viele Leute zu erreichen, die irgendwie zivilisationsmüde sind. Solche Thesen stehen da drin. Der ganze Artikel nimmt in keinem einzigen Satz Bezug auf die realen Fragen. Was ist denn wirklich die Bedrohungslage? Und weil das heute so gewendet wird, die Diskussion, man führt gar nicht mehr eine Diskussion über die reellen Probleme des Klimawandels, sondern nur noch über solche Geschichten. Wer nutzt jetzt diese Frage politisch wie aus und wie wird sich das bei den Wahlen ausdrücken? Möchte ich am Anfang noch einmal verankern, was denn eigentlich die Bedrohungslage ist. Ist es wirklich eine Bedrohungslage? Wie äußert sie sich und was erwartet uns? Und bevor ich dann die Frage stelle, wie ihr damit in der Klimastreikbewegung die Debatte führt, möchte ich den Ball dir, Marcel, zuspielen, weil du schon sehr lange diese Frage bearbeitest. Was ist denn überhaupt, machen wir auf Katastrophismus oder haben wir sehr wohl sehr viele Gründe zu warnen und zu sagen, dass uns sehr bedrohliche Sachen bevorstehen? Ja, natürlich. Ich würde mir ja wünschen, es wäre nicht so. Wir können jetzt zum Beispiel nach Mosambik blicken, um zu sehen, was Klimawandel bewirken kann. Kann man sagen, solche Stürme, solche Unwetter wie in Mosambik hat es immer schon gegeben. Aber dass das zweimal innerhalb von, was waren das jetzt, 4 Wochen oder so passiert, das hat es noch nicht gegeben. Das wird sehr, sehr wahrscheinlich und sehr viel häufiger. Was auch auf dem Spiel steht, ist ganz einfach alles. Also letztlich die menschliche Zivilisation. Es gibt ja Szenarien, dass sich das Klima je nachdem, wenn man Business as usual weitermacht, 5, 6, 7 oder mehr Grad werden könnte. Und ich glaube, das wird deshalb nicht passieren, weil bevor das passiert ist, wird es die Menschheit nicht mehr geben. Das werden wir nicht überleben. Der IPCC, also der UNO-Klimarat, hat im letzten Oktober einen Bericht über die Folgen einer Klimaerwärmung um 1,5 Grad im Vergleich mit einer Erwärmung um 2 Grad diesen Bericht publiziert. Und ich muss sagen, ich befasse mich lange mit dem Thema, ich bin erschrocken, als ich den Bericht gelesen habe. Um nur ein Beispiel zu nennen, bei einer Erwärmung um 1,5 Grad, also das ist das Beste, was wir noch erreichen können, werden 70-90% aller Korallenriffe absterben. Bei einer Erwärmung um 2 Grad mehr als 99%, das ist einfach die wissenschaftliche Art, 100% auszudrücken. Also es wird keine mehr geben. Jetzt kann man sagen, das ist ja schön und gut, die sind hübsch und es ist schade, wenn man gerne taucht, aber es ist natürlich sehr viel mehr. Also ein ganz großer Teil aller Fischarten sind auf Korallen angewiesen. Wenn die verschwinden, dann gibt's dann sind die Auswirkungen dann für die Leute von der Fischerei leben beispielsweise gravierend. Das ist jetzt nur ein einzelnes Beispiel, das für uns ein bisschen weit weg ist. Für die Schweiz verschwinden der Gletscher, 3/4 der Gletscher verschwinden auch dann, wenn wir die 1,5 Grad einhalten können. Was das heißt, haben wir im letzten Sommer gesehen, Flüsse, die aus Einzugsgebieten von Gletschern kamen, hatten auch noch im Spätsommer Wasser. Trotz Trockenheit, die Flüsse, die aus anderen Regionen kommen, hatten kein Wasser mehr. Da kann man sich vorstellen, wie wichtig diese Gletscher sind. Die Fichte wird als wichtigster Wirtschaftsnutzbaum in der Schweiz wird aus großen Teilen des Mittellands verschwinden und so weiter. Also das sind alles zunächst mal schmerzhafte, gravierende Auswirkungen, die sich ökonomisch auswirken. Aber wenn wir, das sprechen wir von 1,5 bis 2 Grad, wenn es dann wirklich auf 3, 4 oder mehr Grad hinausläuft, dann geht es um die Existenz der menschlichen Zivilisation. Also dann geht es auch um gesellschaftliche Katastrophen, Hungersnöte und so weiter und so fort. Ja, dann geht es letztlich um alles, also wirklich um alles. Weil Hungersnöte, also es gibt ja auch Zahlen, wie sehr die Nahrungsmittelproduktion einbrechen wird. Das sind gravierende Zahlen, wirklich große Zahlen. Wir sehen ja jetzt schon, was Migrationsbewegungen
an politischen Instabilitäten auch bewirken, was die auslösen, wie die das Aufkommen von politischen Figuren von Orban über Kurz bis Salvini, wie ich mir das vor wenigen Jahren noch nicht hätte denken können, wie die das befördern. Also wenn diese Krisen, wenn die Kämpfe um Ressourcen zunehmen, dann werden natürlich auch solche Bewegungen stärker werden. Umso katastrophaler, dass eine wichtige Zeitung wie die NZZ die Klimathematik nur noch auf eine politische wer kocht welche Suppenfrage reduziert. Und umso wichtiger, dass die Klimastreikbewegung in der Schweiz und weltweit jetzt sich zu Wort gemeldet hat und eben merkt, da ist etwas in Gang, was uns, also euch, in eurem Leben in voller Härte treffen wird. Und deshalb auch schon so früh habe ich jetzt wahrgenommen, die Diskussion über System Change, also über grundlegende Änderungen, die nötig sind, um das abzuwenden. Jonas, kannst du schildern, wie diese Debatte um System Change bei euch geführt wird? Wie sie aufgekommen ist, welche Ideen damit verbunden sind und wie sie auch weitergeführt wird? Also ich denke, die System Change-Debatte existiert schon so lange wie unser System. Und natürlich wird sie auch geführt im Zusammenhang mit der Klimakrise, besonders essentiell momentan, auch denke ich, in den Medien und natürlich auch in den Klimastreiks, und zwar auf allen Ebenen, also sowohl auf der informellen Ebene wie auch in einer institutionalisierten Ebene. Und das geschieht einerseits an allen Orten, in den Zügen, Antreffen, überall. Andererseits führen wir auch, zum Beispiel in Zürich haben wir das gemacht, haben wir einen Workshop organisiert zu der Frage, braucht es einen Systemwandel? Und dann haben wir wirklich 3 Stunden lang halt einfach darüber diskutiert, mit einem wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Input zu beginnen und dann wie eine kurze Argumentation pro und gegen einen System Change. Und diese Debatte wird nicht nur in der Schweiz geführt, sie wird nicht nur in Zürich geführt, sondern sie wird wirklich überall geführt. Also egal, wohin ich gehe, egal mit wem ich rede, sie wird geführt. Und das zeigt einfach schon mal, dass sie sehr, sehr essentiell ist. Es ist ja klar, es geht um das ganze System. Und ich denke, dort gibt es sehr, sehr viele Fragen. Gewisse setzen auf einer Metaebene an, gewisse setzen halt ganz bei konkreten Sachen an. Also wie viel Sinn macht es noch, dass wir halt Privatbesitz wie ein Auto auf öffentlichen Grund abstellen und damit eigentlich sozusagen wirklich halt gewisse Dinge diktieren in unserem Leben. Wie viel Sinn macht es, dass jemand, der ein Auto besitzt, bestimmen kann, wie gut es meiner Gesundheit geht? Aber es geht natürlich auch irgendwie darum, welche Werte wollen wir haben als Gesellschaft? Und das ist etwas sehr Grundlegendes, das schon sehr lange, bevor es überhaupt die Klimakrise gab, wurde diese Debatte geführt, und sie wird natürlich auch bei uns geführt, weil viele Werte heutzutage meiner Meinung nach, und ich glaube es auch die Meinung vieler anderer, wahrscheinlich nicht kohärent sind mit dem Ziel, das wir erreichen wollen. Zum Beispiel das ganz konkretes Beispiel wäre, wir wollen eine gewisse Menge Fleisch essen, das können wir aber in der Zukunft nicht mehr. Aber es setzt auch an, wie wollen wir zusammen leben? Wollen wir immer noch einzeln leben, halt unsere einzelne Heizung haben, oder müssen wir in größeren Kommunen leben oder solche Dinge? Also setzt auf ganz vielen Ebenen an. Und wir haben ja einerseits die Klausel, die besagt, wenn es in diesem System nicht möglich ist, diese Forderungen zu erfüllen, dann brauchen wir einen Systemwandel. Aber wir lassen sozusagen diese Frage bewusst offen, weil wir uns bewusst sind, dass viele Personen sich noch gar nie Gedanken wirklich über diese Frage gemacht haben. Und ich denke, dass das Wichtigste ist jetzt, und das machen wir auch, dass wir diese Frage auch sehr oft uns selbst stellen, und dann halt auch, sie kommt eigentlich automatisch auf, wenn man mit anderen Leuten spricht, dass man diese Systemfrage diskutiert. Also ihr diskutiert sie einerseits in großer Breite, andererseits auch jeweils auf konkrete Fragen zugespitzt. Ich möchte gerne jetzt mal eine dieser Fragen vertiefen. Das ist die Frage der Ernährung, weil das eine Frage ist, die uns ja jeden Tag stark beschäftigt als einzelne Personen, die aber eben auch ganz viele gesellschaftliche Aspekte enthält. Und Bettina, du beschäftigst dich schon sehr lange mit Ernährungsfragen.
System Change und Ernährung, was löst das aus für dich? Welche Überlegungen machst du dir dazu? Ja, danke Beat. Wir haben im Vorfeld ja ein bisschen darüber geredet, wie lange wollen wir über dieses Thema sprechen. Ich habe gesagt, eher nicht so lange. Das ist nicht, weil ich nicht gern darüber spreche, aber kurz zur Erklärung, die Landwirtschaft ist heute ein Teil des Problems, sie kann aber auch ein Teil der Lösung sein, das finde ich ganz wichtig, das kann der Verbrennungsmotor zum Beispiel nicht. Und die Probleme, die Landwirtschaft heute verursacht, die kommen quasi nicht aus der Landwirtschaft selber, sondern das sind eigentlich die Probleme, die Marcel anspricht. Das sind nämlich zum einen sind das die fossilen Energieträger und zum anderen die kapitalistische Wachstumsdynamik und natürlich diese beiden sind natürlich eng verflochten. Was man tun sollte, ich habe ein paar, es gibt Dinge, die man relativ schnell tun könnte, also etwas ganz Wichtiges wäre, dass man eine Landwirtschaft der kurzen Wege aufbaut und das gilt ganz besonders für Frischprodukte, also für alles, was viel Wasser enthält, also für Milch und Gemüse und so weiter, wo es heute absolut absurde Transporte um den Globus gibt. Haltbare Produkte wie zum Beispiel Getreide, da haben schon die Römer damit gehandelt, da ist es ein bisschen anders, aber vor allem einfach diese absurd energieaufwendigen Transporte mit Produkten, die man ja auch noch kühlen muss auf dem Weg, müssen aufhören. Wichtig daran ist, dass Handel nicht Selbstzweck sein sollte wie heute, sondern quasi die Ergänzung zu den kurzen Wegen. Und hier ist es eben auch wieder, das kommt eigentlich nicht aus der Landwirtschaft, der Schlüssel sind natürlich die Energiekosten, denn die Gründe, warum heute so absurd herumgefahren wird, ist einfach, weil die Energie viel zu billig ist. Dann ein zweiter sehr wichtiger Punkt ist der globale Biolandbau, also ein ganz anderer Umgang mit dem Boden. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die ihre Produktionsmittel selber produziert. Das gilt zuallererst einmal für den Dünger. Der Dünger braucht mehr als 1% der Kunstdünger braucht mehr als 1% der globalen Energie allein für Stickstoffdünger. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die wieder als Kreislauf funktioniert und die Böden immer bewachsen hält, um sie zu schützen. Dann brauchen wir eine radikale Senkung der Tierbestände. Also die Tiere müssen wieder dem Land angepasst werden und nicht umgekehrt. Das heißt, es gibt eben nicht so viele Tiere, wie die Menschen Fleisch essen wollen, sondern so viele Tiere, wie eine Gegend ernähren kann. Das heißt, wir stellen Wiederkäuer auf das Grasland, das wir nicht anders nutzen können. Die Schweine und die Hühner fressen Abfälle. Das heißt, vor allem Schweine und Hühner wird es nicht mehr viele geben. Und vor allem gibt es keinen internationalen Futterhandel mehr wie heute. Und viertens, mindestens ebenso wichtig, das hängt mit den kurzen Wegen zusammen, das ist wieder die direkte Beziehung zwischen Produktion und Konsum. Wir müssen dringend die Macht dieser ganzen Industrie ausschalten, die sich davor, dazwischen und dahinter gebildet hat. Heute ist es nämlich so, dass eigentlich alle verdienen an den Lebensmitteln, außer die Leute, die sie direkt produzieren. Also vorne verdienen die Saatgutfirmen, die Pestizidfirmen, in der Mitte verdienen die Handelsfirmen und die Supermärkte und hinten dazwischen sind die Landwirtinnen und Landwirte und die verdienen fast nichts mehr. Und das ist auch wieder verbunden mit absurden Transporten. Und diese vier Punkte würden schon einmal ziemlich viel bringen. Und was ich sehr motivierend finde an der Landwirtschaft, ist eben, dass es relativ einfach ist, einfach mal anzufangen, das Richtige zu tun. Also man muss nicht, natürlich braucht es auch eine andere Agrarpolitik, es braucht eine andere Handelspolitik, aber es können einzelne, oder es können Gruppen, es können auch einzelne Höfe schon einmal nach diesen Grundsätzen versuchen zu wirtschaften. Und es ist auch eine Tätigkeit, die sehr motivierend sein kann. Danke, Bettina. Nachfrage an dich, aber auch vielleicht an andere. Ich meine, es gibt ja schon sehr lange diesen Bio-Nischenmarkt. Viele Leute ernähren sich schon seit langem bewusst, bezahlen auch mehr Geld dafür in den Läden und so weiter, sind vielleicht beteiligt an einer Genossenschaft, bei der lokal Gemüse verteilt wird in die Haushalte. Aber das ist ja dann kein System Change, sondern das ist bleibt ja dann eine Nische. Gibt es eine Art Kernidee in eurer Meinung nach, wie wir die Sache einer nachhaltigen Ernährung, einer klimaverträglichen Ernährung in die gesamte Gesellschaft hineinbringen? Eine Forderung, die zentral ist und mit der man schon sehr viel eben auslösen kann. Gibt es sowas, eurer Meinung nach? Eine.
eine, vielleicht eine, bei der man wirklich spürt, wenn das gemacht wird, dann kommt sehr viel in Gang. Oder? Dann kommt es aus dieser Nische heraus und wird zu einer Sache der gesamten Gesellschaft, eben des Systems. Also ich glaube, die Energiekosten, die wären schon ein Schlüssel, der sehr viel verändern würde, weil wenn die Energie, wenn da die Kostenwahrheit wäre, dann wären nicht mehr die Produkte am billigsten, die am weitesten gefahren sind. Also beispielsweise ein Benzinpreis von 5 Franken. Ja, da kommt dann natürlich sofort diese Preisdiskussion, die schwierig ist. Also ich bin da auch immer sehr gespalten, weil wenn die Leute kommen und sagen, ja, das Essen muss möglichst billig sein, dann muss ich sagen, nein, ich meine, die Zerstörung, die das anrichtet, die geht dann einfach auf Kosten von noch ärmeren Menschen im globalen Süden. Das ist dann die berühmte Externalisierungsgesellschaft. Also das ist keine Lösung. Es gibt da verschiedene Ansätze. Es kommt jetzt darauf an, ob wir noch auf welcher Ebene wir diskutieren. Aber zum Beispiel Olivier Deschütter von der ehemaligen UNO-Botschafter für das Recht auf Nahrung, der sagt einfach, die Billignahrung ist so destruktiv, also sie macht auf allen Ebenen so viel kaputt, dass das nicht der Ansatz sein kann. Also er sagt einfach, die Staaten müssen dafür sorgen, dass die Leute genug Kaufkraft haben, dass sie nicht auf Kosten ihrer Gesundheit und der Umwelt und der ärmeren Menschen in anderen Ländern diesen Billigfood essen können, weil sie so arm sind. Also er sagt, das muss anders. Es darf nicht über die Essenspreise laufen, weil das stimmt wirklich, die Essenspreise machen so viel kaputt, dass diese ganze Kette, wo sich alle unterbieten, oder? Das ist ja nicht nur beim Essen so, das ist beim Holz zum Beispiel so, das ist ganz ist bei den Kleidern, das ist einfach so destruktiv. Ah ja? Ja, also ich würde es von zwei Sichten anschauen. Gott, du hast kein... Du musst, glaube ich, nichts machen, oder? Okay, jetzt ist gut, oder? Nein. Es ist grün, also jetzt ist auch nicht gut. Ja, nehmen von dir. Also ich würde es von zwei Sichten anschauen. Von einer Sicht, ich denke, natürlich, wir sind in einem kapitalistischen System und es kann nur Nische geben oder Pilotprojekten. Aber trotzdem, wir müssen das weitermachen, dass wir dann aufskalieren können. Und ich würde sagen, also wenn es auf Nahrung geht, ich bin nicht deine Experten, aber ich denke, es geht auch nicht darum, nur die Kaufkraft, es geht auch darum, was subventionieren wir, was unterstützen wir und was ist wichtig. Und wenn wir das Geld ändern würden, wo es hinfließt, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und deswegen finde ich, es ist okay, dass es diese Nischprojekte gibt, aber es ist auch nicht okay, dass es aufgrund, also das auf Kosten von Armen. Und ich weiß, dass mein Mann hat einer der ersten Bioläden in Bern aufgemacht. Und was er sagt jetzt auch, es ist so schwierig, weil viele Werte sind verloren gegangen, dass es in Coop und Mikro jetzt auch gibt. Auf der anderen Seite, es ist auch billiger. Und Leute, die sonst nicht so viel Geld in der Gesellschaft haben, können das haben. Und ich denke, deswegen ist Systemwandel schwierig, aber auch spannend. Danke. Jonas? Ja, ich denke einfach, also gerade die Frage des Geldes ist zentral. Also zum Beispiel in Katowice war ich in der Landwirtschaftsgruppe und die einzige Frage, die eigentlich da diskutiert wurde, ist, wo geht das Geld hin? Und das ist mega wichtig, also weil ich denke gerade, und das hängt dann nachher mit anderen Dingen zusammen, die besonders auch in der neoliberalen Freihandelswirtschaft und so sehr zum Zuge gekommen ist, dass halt sich Bauern häufig einfach Agrarkonzernen so verkaufen müssen und die häufig dann die destruktive Landwirtschaft ankommen. Ich sage nicht, dass automatisch kleine Bauern und so ökologisch und biologisch anbauen. Das ist auch nicht so einfach. Aber ich denke, wenn man dort und ich will jetzt nicht Anreize sagen, aber wenn man klar gewisse Dinge verbietet und andere ganz klar unterstützt, ich denke, dann könnte man schon sehr viel erreichen. Aber das würde natürlich bedeuten, dass die grössten Agrarkonzerne eigentlich bankrott gehen würden. Und da haben sie natürlich ganz klar kein Interesse darin, weil vor allem auch die Agrarlobby nach der Erdöllobby eine der grössten der Welt ist. Also, und dort, das würde dann zusammenhängen mit dem System Change. Das ist nicht einfach so einfach, dass man sagen kann, ja, man verteilt da die Gelder ein wenig anders, weil da sehr, sehr grosse Interessen damit zusammenhängen. Marcel? Also wenn wir bei dem Thema Ernährung und Landwirtschaft sind, da hatten wir ja in großen Teilen der Welt einen System Change, so in den, sagen wir, 80er, 70er, 80er Jahren.
in die verkehrte Richtung. Aber das war ein System Change, der war gemacht, der war gezielt, der war politisch gemacht, nämlich dass große Teile der landwirtschaftlich arbeitenden Bevölkerung der Welt von einer wesentlich subsistenzorientierten Landwirtschaft, also eine Landwirtschaft, wo die ländliche Bevölkerung für sich selber in erster Linie produziert und dann zum kleineren Teil noch für überregionale und internationale Märkte, hin zu einer Landwirtschaft, die vollkommen auf dem Markt ausgerichtet ist. Das wurde ganz gezielt gefördert von den Institutionen Weltbank und IWF. Und das hat dann in einigen Ländern so lang halbwegs gut funktioniert, bis dann die Kaffeepreise beispielsweise zusammengekracht sind, wo dann ganze Volkswirtschaften auf im Wesentlichen ein Cashcrop, also zum Beispiel Kaffee, ausgerichtet wurde. Die Preise sind zusammengekracht. Das Positive an dieser sehr traurigen Geschichte ist ja das, dass man sagt, es war ein System Change, es war möglich. Also wenn das möglich war, dann muss es im Grundsatz auch umkehrbar sein. Und dann wird die Frage, du hast jetzt gesagt, Jonas, immer die wichtigste Frage, wo geht das Geld hin? In einer Subsistenzwirtschaft geht viel weniger Geld irgendwo hin, weil man einfach mit viel weniger Geld auskommt, wenn man Selbstversorgung macht. Und da glaube ich, solche Systemwandel in diesen Bereichen sind möglich. Sie haben in die verkehrte Richtung stattgefunden, sie können auch in die richtige Richtung stattfinden, sie finden auch in die richtige Richtung statt. Das sind im Moment noch Nischen, das sind Einzelprojekte, aber sie finden statt. Und da hoffe ich schon auch darauf, dass sich das dann wieder hochskalieren lässt. Das heißt, wenn ich euch jetzt zugehört habe, höre ich zwei Dinge. Die eine Sache ist, wir müssen aus den Nischenerfahrungen heraus mächtige Organisationen auf unsere Seite bringen oder sie neu aufbauen, die eben ganz anders funktionieren als Syngenta und so. Oder wir müssen Syngenta beispielsweise verstaatlichen oder wie? Also irgendwie, da muss etwas geschehen, habe ich von euch gehört. Irgendwie müssen wir da Zugriff bekommen. Ich komme gerade, ich habe gesehen, dass ihr reagiert. Das ist eine Sache. Die andere Sache, und ich möchte gleich beide ins Spiel bringen, ist die Frage der Verteilung des Reichtums, oder? Hier gibt es ja eine alte, simple Idee, die früher hat das Ökobonus geheißen, nämlich, dass man das, was man zurückdämmen will, mit einer Abgabe belegt, diese Abgabe aber unter alle Leute verteilt, oder? Und ich nehme jetzt ein Beispiel, wenn man Fleisch mit einer Klimaabgabe belegen würde, von sagen wir 100% des heutigen Preises und alle die Gelder, die so zusammenkommen, an alle Leute gleichmäßig verteilt, dann haben diejenigen, die heute wenig zur Verfügung haben, ein Zusatzgeld, das viel wichtiger ist für die weniger Verdienenden als das, was die Reichen dann bekommen. Also das wäre auch sozial, würde das eine gute Rolle spielen. Deshalb meine zwei Fragen an euch. Institutionell, was heißt das konkret? Wie bekommen wir die nötige Macht, um aus der Nische rauszukommen? Und die andere Frage, wie kommen wir zu Umverteilungswirkungen, die eben die soziale Gerechtigkeit stärken und nicht Sachen zulasten der Ärmsten eben in Gang kommen? Ihr habt schon ein paar Jahre. Also Ich würde eher sagen, mit der Geldverteilung, ich nehme an, dass viele Leute hier haben das Buch von Thomas Piketty gelesen und ich finde, das ist gut. Und wenn wir reden von Umverteilung, es geht nicht nur darum, was mit Klima verbunden ist, oder? Und ich denke, das ist, was wichtig am Systemwandel ist, weil wir sollen klar sein, es ist kein Umweltproblem. Es ist ein Problem der Wirtschaft, es ist ein soziales Problem. Und es ist ein politisches Problem. Es ist überhaupt kein Problem von der Umwelt. Und so von dem her denke ich, was du sagst wegen Geldumverteilung und die Abgabe, das ist super. Diese Idee von der Green New Deal in den USA, das ist auch die Idee, dass Geld würde zurückfließen an Haushalte, die weniger Geld haben, dass sie können die Kosten bezahlen, weil Benzin dann teurer werde. Und dann, wenn es geht um diese Macht und wie wir alles ändern, ich würde sagen, für mich, das heißt nicht, und ich glaube, dass Jonas hat das auch nicht
gemeint ist, dass jetzt wird Exxon, also die beste erneuerbare Energiefirma der Welt, weil dann haben wir wieder das gleiche Problem, oder? Weil es geht um einfach so viel Gewinn zu machen wie möglich, ein wachstumorientiertes Modell und bei Energie, ich glaube, es gibt wirklich super Beispiele in Deutschland. Ich glaube, seit 90er Jahren in der Nähe von Freiburg im Schwarzwald gibt es diese Schönau Elektrizitätswerke. Es ist eine Genossenschaft, 100% erneuerbar, null Atomstrom in Deutschland. Wir haben in Indien, woher ich komme. Was, nur Atomstrom? Null, ja. I love nuclear energy. Nein. Und, aber es gibt auch dieses Problem, dass wir haben 2 Milliarden Leute in der Welt, die haben null Zugang oder sehr wenig Zugang zu Strom. Und wenn du ein bisschen Zugang zu Strom hast, deine Lebensqualität ist 1000-mal besser. Und diese Leute, wie in meinem Land, über 30 Millionen Personen, das sind so was, 4-mal die Schweiz, leben an Orten, wo sie keinen Strom haben, weil die zu weit weg sind von diesem Gitter, von Grid. Verteilungsnetz. Verteilungsnetz. Und am besten, und die blöde Weltbank sagt, dass es am besten, wenn du hast dezentrale Energie und dass die Gemeinden dort besitzen die Energie. Und von dem her, ich denke, die sind Modelle, die aufskalierbar sind, aber das heißt nicht, dass wir müssen große Konzerne oder staatliche Konzerne haben. Und sorry, ich habe ein bisschen zu lang geredet. Kein Problem, Jonas? Ja, also ich denke, es muss generell auch in der Landwirtschaft muss wieder zurück zu den Menschen. Das klingt immer so toll, aber es ist einfach absurd, wenn zum Beispiel irgendwie eine Agrarlobby in den USA dafür kämpft, dass irgendwie 20% des ganzen Rapsöls zum Beispiel dafür verwendet wird, dass es Biotreibstoff wird, statt dass es von den Menschen gebraucht wird. Und das passiert wirklich. Aber ich denke, da wird es wieder sehr, sehr schwierig zu sagen, das machen wir allein in der Landwirtschaft. Und da brauchen wir eben den gesamtheitlichen Systemwandel, weil ich denke, wir müssen die Landwirtschaft neu denken, weil du hast vorhin angesprochen mit der Energie, wenn wir weniger Energie verbrauchen wollen, dann müssen wir auch wieder wahrscheinlich eine personenintensivere Landwirtschaft haben. Wir können nicht mehr eine monokulturelle Landwirtschaft haben und das braucht erstmal wieder Wissen und Erfahrung, die zum Teil verloren ging in den letzten Jahrzehnten, und es braucht mehr Personen, die bereit sind, auch in der Landwirtschaft tätig zu sein. Und ich denke, das kann aber auch sehr positiv sein, weil ich glaube, gerade heute sind sehr viele Menschen arbeiten jeden Tag, aber sie arbeiten sozusagen dafür, dass sie nachher ein Brot auf dem Tisch haben. Aber sie haben das Brot ja gar nicht gemacht, sie haben das einfach gekauft und sie haben irgendwie das in den Computer den ganzen Tag getöckelt und am Schluss stand das Brot da. Aber es ist ja wirklich so. Viele Menschen, das ist mega absurd. Aber ich denke, wenn mehr Menschen wirklich, ich merke das einfach auch, wenn man sofort auch schon nur im eigenen Garten irgendwie die Bohnen im Herbst liest oder so, das ist einfach ein anderes Gefühl, wenn man das nachher isst. Und ich glaube, ja, es klingt jetzt irgendwie ein wenig esoterisch, aber ich glaube, es kann sehr, sehr vieles bewirken auch. Und das ist aber auch wieder ein Wertewandel und geschieht nicht nur auf institutioneller Ebene. Also eigentlich, wenn man jetzt wieder die Frage stellt, wie bringt man so etwas in der nötigen Geschwindigkeit auch in die gesamte Gesellschaft, das ist ja die Herausforderung, dann, ich versuche es immer wieder so eben zu übersetzen, würde das heißen, Bio wird Standard, oder? Das ist mal das Erste. Und in den Läden wird nicht mehr Bio angeschrieben, sondern dort, wo Chemosalat angeboten wird, wird Chemosalat angeschrieben. Das tönt banal, aber das hätte wohl seine Wirkung. Also das würde mal auf der Ebene, wie Sachen angeschrieben werden und angepriesen werden, viel wohl verändern. Und dann wäre der Chemosalat natürlich auch viel teurer, weil er ja viel Schaden verursacht, gesundheitlich, aber auch für die Umwelt und Klima und so weiter. Das wären so Ansatzpunkte. Könnte man übrigens auch lustige Aktionen machen mit dieser Idee. Und das andere wäre dann schon, da müsste man aber dann doch sagen, Syngenta muss man irgendwie wegbringen. Also die muss man wegbringen. Damit System Change passiert, muss man sagen, die dürfen nicht mehr. Was sie heute machen, dürfen sie nicht mehr machen. Ja, Bettina. Es gibt so eine lustige Werbung beim Kleidergeschäft gesehen, da steht jetzt 25% unserer Rohstoffe sind nachhaltig produziert. Und das, ja...
das geht eigentlich schon ein bisschen in diese Richtung, oder? Aber das Problem ist ja dann schon, das Bio ist deswegen noch nicht billiger. Oder wenn der Chemosalat dann teurer ist, der Biosalat ist deswegen noch nicht billiger, außer man subventioniert ihn zusätzlich. Also der Chemosalat, das wäre ja gut, wenn der teurer ist. Eine Abgabe auf Chemo, ja, oder? Klar, aber das heißt, das Essen im Gesamten würde teurer. Genau, da sind wir wieder bei der Frage der Gerechtigkeit. Wie bringen wir eine Dynamik hin, die Klimachange nicht zu einer Spielball macht von unsozialer Politik? Das haben wir in Frankreich ja gesehen, was dann die Leute eben reagieren und wollen eben zu Recht reagieren und sagen, die Steuern für die Reichen schafft ihr ab und jetzt erhöht ihr die Benzinpreise und Benzinsteuern, um uns das letzte Geld aus dem Portemonnaie zu ziehen. Oder so kann es ja nicht laufen. Also da wäre die Bonusidee wahrscheinlich schon eine gute Idee, oder? Marcel? Ihr müsst übrigens nichts machen, es sollte sie. Sie haben das, haben mir gesagt, sie haben es total im Griff. Ihr könnt einfach. Die Frage, wenn du sprichst jetzt diese Gilets-Jaunes-Bewegung an, die sich gegen diese minime Benzinpreiserhöhung gewehrt hat, oder das war der Auslöser davon, wofür die Bewegung steht, weiß ja niemand. Und ich glaube, da ist natürlich vieles falsch gelaufen in Frankreich, wo man sich wirklich dann ohne Auto, je nachdem, wo man sich befindet, nicht bewegen kann. Das Problem haben wir in der Schweiz eigentlich nicht. Das gibt es, oder viel, viel weniger. Aber wenn du von Gerechtigkeit sprichst, glaube ich, da gibt es ja ein Problem, dass auf einer nationalen Ebene oft ganz anders aussieht als auf einer internationalen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel wir plötzlich gerechte Preise für Essen zahlen müssten, wäre das für Arme hier in der Schweiz ein Problem und sozial schwierig. Aber es wäre global geboten. Und ich denke, was entscheidend ist, um auch die Diskussion ein bisschen zurückzubinden, wir können ja jetzt über alles diskutieren, wir sind uns einigermaßen einig und über die Weltgerechtigkeit, aber um das wieder zurückzubinden ans Problem des Klimawandels und CO2-Ausstoß. Wir müssen eine Technik loswerden, das ist die fossile Energienutzung. Im Wesentlichen, nicht die einzige, aber vor allem die. Darum geht es, die loszuwerden. Und jetzt kann man sich überlegen, was hat die bewirkt, was sind die spezifischen Eigenschaften der Energieträger, Erdöl und Kohle und Erdgas, die wir überwinden müssen. Und gerade in Bezug auf die Gerechtigkeitsfrage ist es eine sehr, sehr ambivalente Geschichte. Einerseits haben diese Energieträger ein Wirtschaftswachstum, einen materiellen Wohlstand ermöglicht, der es reichen Ländern ermöglicht hat, zum Beispiel soziale Sicherungssysteme aufzubauen. Und es gab eine Zeit im 20. Jahrhundert, die ist einigermaßen vorbei wieder, aber da war die Ungleichverteilung zwischen Reich und Arm in den reicheren Ländern so gering wie historisch wahrscheinlich noch nie. Also sehr gerechte Staaten, kann man sagen. Da haben die bösen fossilen Energieträger dazu beigetragen, dass das möglich war. Aber gleichzeitig, wenn wir global schauen, haben natürlich die reichen Länder, die heute reichen Länder, diese Energien genutzt, um den Rest der Welt zu unterdrücken. Also Kolonialismus gab es schon vor den fossilen Energieträgern, aber erst mit den fossilen wurde aus dem Kolonialismus Imperialismus. Die Kolonialherren, die Briten zum Beispiel, haben Indien gezielt daran gehindert, selber eine Industrie aufzubauen, selber fossile Energie zu nutzen, weil die britische Wirtschaft darauf angewiesen war, die fortschrittliche, in Anführungszeichen, dass es eine rückständige, in Anführungszeichen, Wirtschaft in Indien gab, die eben noch Rohstoffe produzierte für die britische Wirtschaft. Das heißt, da hat die fossile Energie eben genau dazu beigetragen, die Ungleichheiten massiv zu verschärfen. Anderes Beispiel ist Sklaverei. Man sagt gern, dass die Dampfmaschine, die mit Kohle betrieben wurde, die Menschen von schwerer Arbeit, körperlicher Arbeit befreit hätte. Das stimmt vielleicht in England. Aber gleichzeitig ist zwischen 1790, als die ersten Dampfmaschinen in die Fabriken kamen, bis 1860 hat sich die Zahl der Sklaven in Amerika, die für die britischen Fabriken arbeiteten, versechsfacht, von 660.000 auf 4 Millionen. Also da hat die fossile Energie direkt beigetragen zur Ausbeutung. Also das ist ein sehr, sehr ambivalente Geschichte. Und ich glaube, wenn man es geschickt macht, diese Technik loszuwerden,
dann schafft man es, dass man insgesamt eben auch sozial Positives erreicht. Die Haupteigenschaft von fossilen Energieträgern ist die enorme Energiedichte. Also ein Liter Benzin oder ein Kilogramm Benzin enthält 30 mal so viel Energie wie die allerbeste Batterie, die auch ein Kilo wiegt, speichern kann. Also die Energiedichte ist enorm. Diese Energiedichte macht Energie leicht transportierbar. Das führt zu den total entgrenzten Strukturen. Man kann alles überall hin transportieren. Das führt zu Machtballungen, das führt zu Konzernen, die mit vertikal integrierten Wertschöpfungsketten, wie wir sie im Energiebereich kennen, die natürlich auch dann militärisch gesichert werden müssen. Also das führt zu enormen Machtballungen. Das ist immer demokratieschädlich. Das müssen wir lösen, das können wir lösen, das kann eine Chance sein. Aber es ist natürlich auch das Risiko, dass der ganze Wohlstand, den wir so bequem hatten, und dieses ganze Versprechen, auch wenn das nie wirklich gelöst wurde, aber auch das Versprechen, dass die Armen reicher werden können, ohne dass die Reichen ärmer werden müssen, das geht nicht mehr. Und da müssen wir einen Weg finden zwischen dieser Chance und diesen Risiken. Du hast dein Thema auch hineingeflechtet. Es ist wohl klar, dass wenn wir von System Change sprechen, dann betrifft das die Lebensumstände der Menschen. Also davon zu sprechen und zu denken, niemand muss irgendwie etwas ändern, auch in seinem Lebensgefüge, das wäre wohl absurd. Die Frage ist ja vielleicht weniger, ob man das vermeiden soll, sondern kann man Prozesse in Gang setzen, die für die Menschen als gerecht wirken? Oder das scheint mir eben schon sehr, sehr wichtig. Und ihr habt ja als dritte zentrale Forderung die Klimagerechtigkeit aufgenommen. Ich meine, wenn man mit den Menschen Ideen entwickelt, wie sie ihr Leben ändern, aber so, dass diejenigen, die die Macht haben und die vielen Ressourcen eben proportional sehr viel auch beitragen müssen und sich nicht davon schleichen können, dann hätten wir schon viel gewonnen. Geht das in die Richtung von Klimagerechtigkeit, wie ihr das angedacht habt? Aus der Begriff Klimagerechtigkeit kommt aus dem globalen Süden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral. Jetzt mit den Chile so, schon und so wurde es auch irgendwie in Europa, so in den europäischen Gesellschaften gibt es auch Ungerechtigkeiten, aber es wurde vor allem auch damit ausgedrückt, dass der globale Norden sehr, sehr viel Kohlenstoff verbraucht hat, der jetzt der globale Süden nicht mehr verbrauchen kann, oder? Und wie schaffen wir jetzt diese Gerechtigkeit, dass der globale Süden auch irgendwie Fortschritt erzielen kann? Aber ich meine jetzt nicht neoliberaler Fortschritt, aber wie kann er auch sozusagen auf einen gewissen Stand kommen wie der globale Norden, aber dass dies auch sozial gerecht geschieht. Also sozusagen, und das ist auch ganz wichtig, dass das Klima, das ist der eine Punkt, und dass der Klimaschutz nicht auf Kosten wiederum des globalen Südens passiert. Und das kann auch sehr wohl geschehen. Also zum Beispiel irgendwie im Amazonas, Wald, wo plötzlich irgendwie indigene Völker vertrieben werden, sodass man den Wald schützen kann, dass er mehr CO2 speichert und solche Dinge. Und ich denke, jetzt müssen wir auch wieder ganz, ganz kurz darauf zu sprechen kommen, was eigentlich Wohlstand bedeutet. Weil ich glaube, das ist ganz zentral, dass irgendwie, also meiner Meinung nach haben wir ein völlig falsches Bild von Wohlstand, das erstens mal sehr stark auf Ungleichheit basiert. Also wir immer annehmen sozusagen, dass es irgendwie alle haben und dass dann auch uns automatisch schlechter geht, wenn wir Klimaschutz betreiben. Ich glaube eben, wie Marcel vorher auch gezeigt hat, dass besonders die Ballung von der Macht über die Energie sehr fest zur Ungleichheit auf der Erde beigetragen hat. Das ist klar Fakt. Und ich denke, das ist einfach auch ein sehr, sehr spannender Punkt. Wie schaffen wir es, einerseits diese Macht zu zerbrechen und andererseits, wie schaffen wir es, ein neues Bild aufzubauen, was überhaupt Wohlstand bedeutet, weil ich denke, es kann auch etwas anderes bedeuten. Zum Beispiel ganz konkret, viele Menschen sagen, dass sie sich einschränken müssen, wenn sie nicht mehr Auto fahren können. Aber ich muss mich jeden Tag einschränken durch das, dass ich einen großen Teil der Straße nicht benutzen kann, weil er halt von den Autos benutzt wird. Und über das wird viel zu wenig diskutiert. Wieso können, ja. Also es sind zwei Stränge, die jetzt eingewoben sind ins Gespräch. Der eine Strang ist globale Gerechtigkeit. Wir leben ja in der Schweiz. Die Schweiz ist einer der global wichtigsten Rohstoff-
Handelsplätze, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird ein Viertel des gesamten Rohölbestandes der Welt über die Schweiz gehandelt. Und auch andere wichtige Rohstoffe haben in der Schweiz ganz, spielen eine große Rolle. Oder umgekehrt, Handelsgesellschaften mit Sitz in der Schweiz spielen eine große Rolle. Da müssten wir ja auch aus globaler Gerechtigkeit eingreifen. Ich mache mal einen Vorschlag. Eine große Problematik bei der Erdölförderung sind ja die neuen sogenannten unkonventionellen Formen der Erdölförderung. Eigentlich, wenn die nur die konventionellen Förderungen zulassen würden, dann gäbe es bereits so etwas wie Peak Oil und eine gewisse Tendenz, doch so nicht. Okay, also. Aber jedenfalls gibt es eben diese neuen Methoden, oder? In der Arktis, Tiefseebohrungen, Fracking und Teersand, diese Geschichten, die in den USA zum Beispiel massiv betrieben werden. Wenn wir jetzt fordern würden, ein Verbot vom Handel und Finanzierung von Erdöl- und Erdgasförderungen mit unkonventionellen Mitteln, problematischen, besonders umweltschädlichen Mitteln, wäre das eine Forderung, die Zugriff nimmt und die Verantwortung benennt der Konzerne, die in der Schweiz sind? Oder habt ihr andere Ideen, wie wir in der Höhle des Löwen quasi den Finger auf die Verantwortung dieser Konzerne legen können? Payal? Ja. Weißt du, Beat, also die Forderung können wir machen und ich finde, die Forderung ist gerecht. Aber ich habe Akademie verlassen, weil ich war Klimawissenschaftlerin, ich bin in Bern gekommen, um mit Thomas Stocker, Dr. Stocker in Bern zu arbeiten und mir ist nicht nur von ihm, aber von vielen gesagt worden, du bist ja talentiert, aber du bist viel zu viel politisch, das geht nicht. Und bin ich gegangen. Und seitdem, ich beschäftige mich mit sozialem Wandel. Und das passiert nicht, wenn wir sagen, das möchten wir, macht ihr bitte das. In diesem Land, Schweizer und Schweizerinnen, die Mehrheit, finden Credit Suisse und UBS sind super. Der beliebteste, berühmteste Sportler der Welt, Roger Federer, ist immer plädiert für und macht Werbung für Credit Suisse, oder? Und das Problem, wir sind das Problem. Wir haben ihnen sozial Akzeptanz gegeben. Und bis wir diese Akzeptanz entziehen, passiert es gar nicht. Und von dem her... Von dem her bin ich sehr froh, dass ich Jonas vor vielleicht 2-3 Monaten kennengelernt habe und die Klimastreikbewegung, die zeigen uns den Weg, wir müssen auf die Straße gehen. Unsere Freunde und Freundinnen in England, in London, diese Extinction Rebellion, haben uns auch was gezeigt, oder? Die haben die Innenstadt von London lahmgelegt. Und das heißt, was heißt das, wenn wir möchten wirklich, dass es kein Glencore mehr gibt, dass UBS und Credit Suisse geben nicht, was war das, so irgendwie 12,3 Milliarden US-Dollar für Teersandförderung für Öl in Arktis, dann es heißt, dass wir alle, unsere Freundinnen, unsere Kolleginnen, unsere Feinde müssen auf die Straße gehen, aber nicht nur auf die Straße. Wir müssen bissiger werden. Wir müssen auch, wir müssen bereit sein, gewaltfrei, aber sehr direkt zu verlangen, was die Welt braucht und was wir eigentlich brauchen, weiterzuleben. Und bis wir disruptiver sind, passiert gar nichts. Ich glaube, eben, wir müssen wirklich beginnen, mehr in Gemeinschaften wieder zu denken. Ich glaube, das ist auch ein großer, kann man sagen, Erfolg vielleicht des Systems, dass er uns zu Individualisten gemacht hat während den all diesen Jahren und zu Einzelkämpfern. Und ich glaube, jetzt gerade diese Bewegungen wie Extinction Rebellion oder Klimastreik zeigen, dass wir eigentlich eine Gemeinschaft auch sein können. Und zwar eine sehr große, die sich sehr dynamisch funktioniert. Und ich glaube, bevor man irgendwelche solche Dinge fordert und sagt, ja, man verbietet jetzt wirklich halt irgendwie die Extraktion von Öl, muss man sich auch bewusst sein, was dann danach geschieht. Ich glaube, wir brauchen eine viel, viel, viel stärkere Gemeinschaft, dass wir auch so etwas überstehen können, weil das ist ja klar, dass die fossilen Brennstoffe liegen dem Wirtschaftswachstum zugrunde. Also ohne
Und ohne das würde die Wirtschaft morgen zusammenbrechen. Das ist, also hat sich zum Beispiel in Brasilien gezeigt letztes Jahr. Da streikten die BusfahrerInnen und auf einen Tag, von einem Tag auf den anderen ging nichts mehr in der brasilianischen Wirtschaft. Ich glaube, dort müssen wir ansetzen. Wir müssen wirklich ja, auf die Straße gehen. Wir müssen mehr mit Leuten anfangen zu reden und halt wirklich diese Gemeinschaften bilden, sodass wir auch einen solchen disruptiven Wandel überstehen können. Ich möchte doch noch einmal nachhaken. Ich bin wohl völlig einverstanden mit euch. Wahrscheinlich sind wir alle einverstanden. Ohne Engagement und ohne Druck, ohne Intelligenz, ohne Geschick, auch Menschen mitzunehmen, natürlich immer mehr Menschen mitzunehmen in diesem Prozess, wird gar nichts passieren. Und gleichzeitig braucht es ja auch eine Vorstellung davon, dass das, was ich mache, wirksam wird. Es war jetzt wirksam, ich bin jetzt mal provokativ, oder? In den letzten Monaten war wirksam, Klimastreik, Freitage zu organisieren und Demonstrationen zu organisieren. Und es wird der Moment kommen, wo sich das abgenützt haben wird. Es wird nicht mehr wirksamer, es wird keinen weiteren Zulauf mehr geben. Das könnte sich es könnte sich abnützen. Also brauchen wir doch Ideen, mit denen die Menschen sagen, da engagiere ich mich und da erhoffe ich mir konkrete Wirkungen. Man könnte zum Beispiel Roger Federer besuchen. Oder das ist durchaus interessant, den mal festzunageln und zu sagen, wie steht es eigentlich mit deinem Bewusstsein über deine Verantwortung als Sympathieträger. Genau, solche Sachen. Und wir könnten auch Glencore besuchen. Also man kann ja Dinge tun und dann eben sagen, wir wollen, dass ihr euch ändert oder wir wollen euch durchaus auch mal sagen, wir wollen euch weghaben. Und dann wird die Geschichte, die wir brauchen, konkret. Also mal als Ball zurück zu euch. Wie kommen wir hier dann eben in die Konkretheit, von der die Menschen sich versprechen, ja, das hat Wirkung, das müssen wir erreichen, da muss etwas in Gang kommen. Es ist einfach, glaube ich, meiner Meinung nach fast zu klein gedacht. Einfach, wenn man, also ja, irgendwie sagen, dass jetzt die grössten Konzerne abschaffen, zu klein gedacht, ist vielleicht ein wenig krass zu sagen, aber Fakt ist, wir haben etwa 10 Jahre, um wirklich im globalen Norden die Wirtschaft zu entkarbonisieren, unsere Gesellschaft zu entkarbonisieren, oder? Solche Dinge hat die Menschheit vorher noch nie geschafft. Das hat das IPCC auch so gesagt, dass es einen solchen Wandel braucht. Und ich glaube einfach dort, dass wir eben nicht jetzt, also eben einfach als Klimastreik nicht anfangen sollen, ja, jetzt irgendwie versuchen mit Roger Federer irgendwie zu reden, dann lösen wir die Klimakrise. Das ist ein Ding, das können wir machen, das können ein, zwei Personen machen, das finde ich toll. Aber ich denke, als ganze Gesellschaft müssen wir schon noch immer noch diesen Druck auf der Straße erhöhen. Es gibt ein effektives Mittel, das diesen Druck massiv erhöht, und das ist, wenn arbeitstätige Personen beginnen zu streiken. Dann, also wenn es ein wirklicher Streik ist, das, was wir bis jetzt machen, ist ja symbolisch, oder? Aber sobald wir Personen haben auf der Straße, die wirklich streiken, die ökonomischen Schaden verursachen, das ist geschehen. Zum Beispiel in Belgien sind die Zugfahrerinnen, haben mitgestreikt mit den Schülerinnen. Sie haben ökonomischen Schaden verursacht. Und das zwingt die Politik und die Wirtschaft viel mehr zum Handeln. Und ja, das wäre vielleicht auch eine spannende Frage. Wie effektiv wäre zum Beispiel ein Generalstreik? Und ich glaube, deswegen, wir möchten, dass ihr alle am 27. September auf der Straße sind und seid und dass ihr an dem Tag streikt. Aber weiter zu deiner Frage. Ich würde sagen, es ist immer so, dass in einer sozialen Bewegung braucht man natürlich, muss man immer so kleine so Wins auf dem Weg haben. Das ist normal. Und wenn wir immer das Gleiche machen, irgendwann wird es schon langweilig, oder? Also ich finde es auch, wieder auf die Straße gehen und okay, wir stehen dort für 2 Stunden am Freitag. Es wird ein bisschen langweilig. Aber ich möchte auch sagen, dass ich finde, es ist nicht klein, dass es Städte in der Schweiz die einen Klimanotstand ausgerufen haben. Und es gibt noch viele Gemeinden, die das nicht gemacht haben. Es ist nicht klein, dass die FDP hat gesagt, 3/4 von FDPler möchten, dass wir die Klimapartei sind. Das ist groß, oder? Jetzt müssen wir gucken, was das wirklich heißt. Und ich würde sagen, wir müssen weiter und weiter Druck
aufbauen, dass es wirklich ein starkes CO2-Gesetz in diesem Land gibt. Weil bis jetzt, was diskutiert worden ist, ist viel zu schwach. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass es Leute gibt wie Jonas und die Klimastreikenden und dass sie verlangen viel mehr, als was zum Beispiel die Gletscherinitiative verlangt. Weil es gibt uns auch eine Chance, dass wir das erreichen können, was eigentlich ist im Einklang mit dem neuesten IPCC-Bericht. Und von dem her, natürlich, wir brauchen Sachen, die wir gewinnen. Und es ist schon wichtig, wenn Roger Federer gezwungen werden wird, das Geld von Roger, du kannst dich schon warm anziehen. Credit Suisse nicht mehr anzunehmen. Wir haben schon eine Aktion in Genf und Lausanne gemacht letzten Herbst und das kommt nochmals. Aber es ist schon wichtig und du hast völlig recht, aber ich glaube, wir müssen auch schauen, dass es baut auf etwas Größeres auf. Ich möchte jetzt Bettina noch das Wort geben und da mal öffnen ins Publikum und euch beteiligen im Sinne auch des Mitmachens. Ja, ich war letzten Herbst im Hambacher Forst, beziehungsweise was man von hier aus ja nicht so weiß, ist, der Hambacher Forst ist so ein kleiner Wald und daneben hat es eine ganz, ganz riesige Kohlengrube, die etwa, ich weiß nicht, 1000-mal größer ist, also dieser Wald ist ein absurdes kleines Stück. Wunderschöne Bäume neben einer riesigen Marslandschaft. Und das ist also eine der eindrücklichsten Landschaften Europas, finde ich. Also ist wie der Aletschgletscher, so etwa von der Mächtigkeit her. Und seither denke ich eigentlich immer darüber nach, was in der Schweiz ein bisschen ein vergleichbares Ziel sein könnte. Weil ich glaube, ein Problem, das wir hier haben, ist, wir haben keine Industrie mehr. Wir haben fast nichts mehr, was wirklich dreckig ist, was hier ist. Wir sind für ganz viel Dreck verantwortlich, aber er ist in Afrika, er ist weit weg, er ist in China, wir importieren die Produkte davon, wir profitieren vielfältig davon, aber wir sehen ihn nicht mehr. Und ich erinnere mich gerade noch so ganz knapp in meiner frühen Kindheit, das war so 1986, da der Brand in Schweizerhalle bei Basel, da als der Rhein zeitweise rot war und alle Fische tot waren und es ganz viele Demos gab in kurzer Zeit, da war das noch eine ganz andere Art spürbar, wie, klar, heute sind die Sommer heiß, aber es ist trotzdem etwas anderes, wenn da der Rhein rot ist und man das Gefühl hat, Hilfe, jetzt können wir dann die Luft nicht mehr atmen. Also die Leute hatten wirklich Angst. Und da ist dann auch ja in relativ kurzer Zeit, in wenigen Jahren, umweltpolitisch sehr viel passiert. Eigentlich mehr fast alle umweltpolitischen Erfolge auf institutioneller Ebene in der Schweiz sind in den 80er Jahren geschehen, in kurzer Zeit, also unter anderem die Katalysatorpflicht. Das war ja dann nicht ein Anreiz, sondern es war einfach klar, es kommt jetzt Katalysator für alle, Punkt. Und so einen Schub müssten wir jetzt wieder haben. Also auf der institutionellen Ebene. Und auf der anderen Ebene bin ich eben am Überlegen, was könnte ein Ziel sein, wie der Kohleausstieg für Deutschland, was könnte dieses Ziel sein für die Schweiz, weil wir brauchen Ziele, die zwar groß sind, aber die man auch erreichen kann. Und ich bin extrem beeindruckt von dieser Bewegung in Deutschland, vor allem einfach auch, wie unglaublich gut und friedlich und konstruktiv und spannend die Leute miteinander umgehen. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Also ich habe noch nie eine politische Bewegung mit Tausenden von Leuten gesehen, die kollektiv beschlossen haben, wir passen gut aufeinander auf und alle machen genau das, was sie sich dazu imstande fühlen und nicht mehr und nicht weniger. Und niemand mackert herum und niemand schmeißt Steine irgendwo hin und niemand zieht irgendeinen Egotrieb durch, sondern alle schauen aufeinander. Es sind mir wirklich die Tränen gekommen, als ich das gesehen habe. Und ich weiß immer noch nicht, was die Schweiz, weil es ist halt einfach nicht das Gleiche. Wir haben all diese Ölfirmen in Genf, aber es sind einfach schöne Häuser, es sind nicht solche hässlichen Gruben. Also was könnte dieses Symbol sein für uns, für das wir wirklich zu Tausenden davor stehen und das blockieren könnten. Ich weiß es noch nicht, aber vielleicht hat jemand eine Idee. Nur noch, um das gleich noch, in ein anderes Bild zu bringen, ihr wisst vielleicht, dass der Rauchlachs, der in Schottland und in Norwegen gezüchtet wird, der wird nach China gekarrt, in China tranchiert und dann wieder zurückgekarrt und landet in den Auslagen der Migros. Wenn man die Migros an ihre Werbung zur Generation M, das seid ja ihr, erinnern würde und ihnen sagen würde, die nächste Woche ist das weg mit diesem Lachs, den bietet ihr einfach nicht mehr an. Also da geben sich viele Möglichkeiten der Sichtbarmachung und Konkretheit der ganzen Thematik, auch wenn vieles externalisiert ist. Letztlich landet es ja wieder hier. Also das wäre dann eine Anregung jetzt wieder in unser Gespräch. Jonas, was meinst du? Okay. Ja, also ich habe mich auch überlegt,
wie können wir das sichtbar machen? Meine, das ist auch eine sehr große Frage. Und was Fakt ist, ist der Finanzplatz ist der absolut größte Hebel. Das ist einfach, was wir wahrscheinlich in der Schweiz haben. Wie können wir eigentlich den sichtbar machen? Und ich meine, das ist das große Problem eigentlich, dass wir diese Landesgrenzen haben und sagen, ja, das ist in Deutschland, die haben jetzt da Ende Gelände und haben Bacher Forst. In der Schweiz haben wir nichts. Aber ich denke, was vielleicht funktionieren würde, wenn wir sagen, okay, hey, diese Menschen bei Ende Gelände, beim Hambacher Forst, die sind im Fall genau auch so betroffen davon und wir gehören irgendwie zusammen. Und dass wir jetzt einfach da gegen diese schmutzigen Banken kämpfen und halt sagen, okay, wir haben jetzt nichts Schmutziges in der Schweiz, aber halt sichtbar machen, was das Problem ist in anderen Ländern. Also zum Beispiel und auch ganz konkret in Polen, wo es wirklich immer noch Kohlekraftwerke gibt, die dreckig sind. Das sieht man. In Deutschland sieht man es ja zum Teil leider nicht mehr so. Und also eigentlich ist es ja gut, aber aber ja, ich denke, es wäre vielleicht, wir brauchen wieder mehr internationale Solidarität, dass wir solche Dinge aufzeigen können. Vielleicht gibt es ja einfach gar nichts Dreckiges in der Schweiz, weil wir es externalisiert haben, was auch zusammenhängt mit Freihandelssystemen, mit Kostensenkungen, Profitmaximierung und so weiter. Was denn? Ja, ich wollte etwas sagen zu der ökologischen Buchhaltung. Die Idee ist ja eigentlich sehr überzeugend. In der neoklassischen Ökonomie, also in der Mainstream-Ökonomie, nennt man das Internalisierung externer Kosten. Also externe Kosten sind die über den Preis nicht abgebildet werden und die versucht man dann eben zu internalisieren. Man schafft Kostenwahrheit, das ist auch so ein Wort. Ich finde das alles nicht schlecht. Und trotzdem habe ich da meine große Mühe damit, weil es genügt nicht. Einerseits, Kostenwahrheit ist ein dummes Wort, weil es gibt keine Wahrheit. Also was sind die Kosten, die externen Kosten? Um die zu berechnen, braucht man Modelle, die von ganz vielen Annahmen ausgehen, die einigermaßen willkürlich getroffen werden. Das sind am Schluss das Wertentscheide. Auch wenn die Ökonomie so tut, als könnte sie das Wert frei machen, das ist Quatsch. Also gut, das spricht nicht dagegen, dass man es nicht versucht. Aber man erreicht nicht allzu viel. Oder es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht überwinden. Es gibt sogenannte Pfadabhängigkeiten. Und jetzt können wir wieder von System sprechen. Technik funktioniert in Systemen. Es gibt technische Systeme, die bestehen aus mehreren Komponenten. Und die Komponenten stützen sich gegenseitig. Und es ist einigermaßen dumm, wenn man jetzt versucht, zum Beispiel ein Verkehrssystem, das aus Fahrzeugen, Infrastrukturen, Gesetzen, Finanzierungsmechanismen, Mentalitäten und so weiter besteht, dadurch umweltfreundlich zu machen, dass man einfach den Motor auswechselt und den ganzen Rest gleich lässt. Der ganze Rest, der sich eben auch mit diesem Verbrennungsmotor entwickelt hat. Da bestehen eben Pfadabhängigkeiten. Man kann da nicht so leicht ein Element auswechseln. Und dann wirken solche Preisanreize nicht. Oder ein anderes Beispiel, ganz anschaulich. Man hat die Möglichkeit, Wasser fast gratis aus dem Wasserhahn zu lassen. Und man hat die Möglichkeit, das Wasser von gleicher Qualität in Plastik verpackt für Geld zu kaufen. Wenn diese Anreize allein genügen würden, dann würde kein Mensch kein Mensch würde Wasser kaufen, weil man gratis haben kann. Also offensichtlich genügen diese ökonomischen Anreize nicht. Dann kommt dazu, dass das natürlich unglaublich komplexe Rechnungen voraussetzt, wenn man das machen möchte. Was ist dann die Alternative? Es ist ganz simpel. Wenn es um Kohlenstoff geht, fossilen Kohlenstoff müssen wir loswerden. Null. Das heißt, die ganzen Berechnungen, die wir jetzt machen würden, die würden am Schluss gar nicht so viel bringen, weil am Schluss muss das einfach weg. Und da gibt es eine Methode, die ist wahnsinnig verpönt und vollkommen zu Unrecht. Die Methode heißt verbieten. Und vor allem von der politischen liberalen Linie höre ich das sehr oft, das Mantra, wir sind für Umwelt, aber Verbote sind der falsche Weg. Ich habe es logisch noch nie verstanden, dieses Argument, weil wenn man es nicht mehr haben will, muss man es verbieten. Wenn man es versucht, loszuwerden, ohne es zu verbieten, dann ist das viel weniger liberal, weil da muss ich irgendwelche Wege vorgeben, die sonst offen bleiben können, ohne die Gewissheit zu haben, es dann doch zu erreichen. In der Umweltpolitik sind Verbote wahnsinnig wichtig. Wenn FCKW nicht verboten worden wäre, 1987 im Montreal-Protokoll, dann wäre heute die Ozonschicht sehr schwer beschädigt.
Also ich glaube, das ist, wieso müssen wir da irgendwelche komplexe Berechnungen und Kosteninternalisierungen suchen, wenn sich gewisse Dinge so einfach lösen lassen, dass wir sagen, gibt es einfach nicht mehr. Ich würde gerne diesen Faden aufnehmen. Weil es ist sehr spannend und dennoch bewegt sich die Zeit vorwärts. Wir haben nicht nur noch 20 Minuten. Ich würde gerne den Faden Technik und Mobilität jetzt aufnehmen. Für die Frage, die du stellst, neue Techniken, ist das wirklich ein Lösungsweg? Heute wird ja das E-Auto, das Elektroauto sehr gepusht. Wenn man das CO2-Gesetz genau anschaut, ist es eigentlich ein Elektroauto-Gesetz. Das ist der große Teil dessen, was es an Emissionen einsparen soll, wird wieder externalisiert, oder? Das ist dann die Wirkung. Wenn man jetzt die Idee der Verbote weiterspinnt, und die Frage stellt, wie steigen wir ein in diesen System Change? Eigentlich unsere Frage. Wie wäre es denn mit 4 autofreien Sonntagen? Als eine Idee, die eben erfahrbar macht, was für Qualitäten entstehen, wenn wir nicht unter dem Zwang stehen der Automobilität, die uns sehr einschränkt und wir das gar nicht mehr wissen, wie sehr sie uns einschränkt. Wäre das eine konkrete Einstiegsdroge in eine bessere, andere Art Mobilität zu pflegen? Oder zum Beispiel die Halbierung der Autobahnen und die Nutzung der frei werdenden Trasse für wirklich nachhaltigen öffentlichen Verkehr? Solche Ideen, spielt da etwas, passiert etwas in euren Köpfen, wenn wir über solche Ideen sprechen? Ist das ein Weg, eben die Verbindung zu schaffen von wirklich grosser Wirkung mit dem Engagement der Leute und Betroffenheit der Leute? Oh, super. Also ich denke eigentlich, was wichtig ist, ist, was die Bettina vorher gesagt und was mit Ende Gelände in Deutschland Also ich glaube, warum das wichtig ist und mit deiner Frage verbunden ist, ist, es geht darum in Deutschland jetzt, ich glaube seit 5 Jahren oder so, seit 2015, gibt es Aktionen gegen Kohlenabbau. Und jedes Jahr kommen mehrere Personen. Seit dem ersten, seit der ersten Aktion bin ich dabei und habe ich sehr viel geholfen. Und wir haben gedacht, wenn 500 Personen kommen, das erste Mal, 1000 Personen sind gekommen. Ich hatte damals nur einen B-Ausweis in der Schweiz und ich habe gedacht, okay, ich mache doch mit, weil eben diese Energie war da. Und ich glaube, was wichtig ist, dass wir müssen was finden, wo die Leute sehen, es hat eine Auswirkung, es ist so groß wie das Problem, oder? Und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen, was fehlt. Und für mich, ich denke, es ist schwierig, weil es sieht nicht gleich aus, aber die Themen mit den Banken, mit den Versicherungen. Du kannst keine Kohlekraftwerk in der Welt bauen, wenn du keine Versicherung hast. Und fast alle werden aus der Schweiz versichert. Und wenn das aufhört, das hat einen Unterschied, oder? Und ich glaube, es spielt auch eine Rolle dann, was das heißt für ein Gesetz. Und vielleicht die Autobahn halbieren, das führt dazu zu die Gletscherinitiative. Und ich denke, es heißt Gletscherinitiative, weil wenn ich an die Schweiz denke, für mich ist es die Gletscher und die Berge. Und ich finde es immer spannend und traurig, mit den Bauern in den Bergen zu reden und zu hören, dass sie wissen schon, dass es Klimawandel gibt. Die haben gesehen, wie das zurücksieht. Und von dem her, vielleicht heißt es, dass, Marcel, wir müssen was machen zu den Gletscheraktionen und Bettina. Und vielleicht das ist das für die Schweiz und es wird verbunden mit der Gletscherinitiative. Und dann denke ich, die Ideen von der autofreien Sonntage könnte man auch machen. Aber es muss was Größeres sein, das wirklich die Leute ins Herz trifft. Aber ich möchte etwas blockieren. Ja, Also den Gletscherrückgang möchtest du zum Beispiel blockieren. Also den Gletscher will ich ja nicht blockieren, das wäre... Nenn den Rückgang. Unfair. Die Transporte am Rhein. Ja. Ja.
Genau. Nein, ja, das greift eigentlich genau das auf, weil ich möchte nicht 4 autofreie Sonntage, ich möchte 52 autofreie Wochen im Jahr. Und zwar, ja, ich glaube, was ganz konkret gesagt, und das wollte ich eigentlich vorher ausgreifen, und das irgendwie, das hat Rosa Luxemburg ganz schön ausgedrückt, ist, wenn man sich beginnt zu bewegen, dann spürt man seine Fesseln. Und das hat sich zum Beispiel bei Extinction Rebellion hat das gezeigt, sie haben Brücken und Plätze und so blockiert. Und was ist geschehen? Sie wurden massiv, also sie wurden zu Tausenden, über 1000 Personen wurden verhaftet. Sie haben das zwar irgendwie gefeiert und sogar irgendwie noch positiv geframed, aber sie wurden verhaftet. Für das, dass sie ihn einfach in London. Genau, also Extinction Rebellion muss ganz kurz erklären. Die haben vor einer Woche, haben sie für ungefähr eine Woche lang, haben sie zentrale Plätze, wirklich zentrale Plätze, also wie Piccadilly Circus und so, haben sie blockiert. Für 24 Stunden am Tag, eine ganze Woche lang. Und sie wurden eben, über 1000 Personen wurden verhaftet. Und ich glaube, das erste Mal hat das eine unglaubliche Gemeinschaft geschaffen. Und andererseits haben sehr, sehr viele Personen realisiert, was geschieht, wenn man sich plötzlich gegen die bestehende Ordnung auflehnt. Wenn man sagt, okay, hier fährt kein Auto, hier fährt irgendwie jetzt mein Fahrrad durch. Und das sind so banale Dinge, die aber sofort auf unglaublichen Widerstand stoßen. So wie das auch in Deutschland. Ich glaube, dann, wenn wir das blockieren, dann werden wir das sofort merken. Merci. Ich möchte das eigentlich unterstützen. Ich habe auch, Beat, dass du sagtest, 4 autofreie Sonntage. Ich bin sofort dabei, aber lieber 52 autofreie Sonntage und dann noch 52 autofreie Montage und so weiter. Ich glaube, das Problem wäre von 4 autofreien Sonntagen, das behält dann so einen Event-Charakter. Das finden alle ganz toll. Es gibt ja die autofreien Pässe jeweils im September. Da fahren dann Tausende mit dem Velo über den Albula-Pass und am nächsten Tag geht es wieder weiter mit dem Gestank. Das hat dann so einen Event-Charakter. Das ist schön und gut, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber es genügt nicht. Das muss Normalität werden. Wir müssen neue Normalitäten schaffen und zeigen, dass es auch anders geht. Und da glaube ich, da sind dann eben autofreie Städte zum Beispiel wichtig. Wir müssen Städte wie, also ich meine, wenn man mal eine Innenstadt von Kopenhagen erlebt hat, dann kann man sich nicht mehr vorstellen, was anderes zu wünschen. Oder nehmen wir was Näherliegendes, das Limmatgä. Das hat ja wahnsinnig lange gedauert, bis das autofrei wurde. Und heute kann man sich das ja gar nicht mehr vorstellen, dass das mal eine Hauptverkehrsachse, also Hauptstraßenverkehrsachse. Es gibt ja heute mehr Verkehr als damals, nur geht der zu Fuß. Aber das war mal eine Hauptmotorverkehrsachse. Und das will ja niemand oder fast niemand mehr zurück. Und ich glaube, das sind schon die Chancen, dass man, Bettina, du hast jetzt gesagt, das ist ein Problem, dass wir das Hässliche nicht so sehen. Wir leben in Patjomkinschen Dörfern. Aber vielleicht können wir solche positiven Ziele auch schaffen, wo wir sagen, hey, es lebt sich besser in einer Stadt, wenn es da keine Autos mehr gibt. Das ist dann für mich nicht in erster Linie eine klimapolitische, sondern in erster Linie eine verkehrspolitische Forderung, die vor allem gesellschaftliche Auswirkungen hat. Aber das Klima, der Klimaeffekt ist natürlich dann ein sehr erwünschter Nebeneffekt. Aber damit kann man, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, zu zeigen, dass wir haben ja sehr viele Normalitäten irgendwie internalisiert und können uns die Welt meistens anders, nur schlechter vorstellen, dass man eben zeigt, nein, anders kann auch besser sein. Vielen Dank. Jetzt habe ich zwei Bälle, die ganz konkret sind. Einer ist Solarenergie, der andere ist PolitikerInnen und Politiker unterstützen bei den Nationalratswahlen. Marcel? Ja, also dass ich kläre, wo mein Dissens ist, überhaupt nichts gegen Solarenergie. Es ist ja überhaupt jede Energie, die wir nutzen, mit Ausnahme der Atomenergie, ist Solarenergie. Nur, dass die Fossilen halt irgendwie 200 Millionen alte Solarenergie sind. Wir müssen auf heutige Solarenergie umsteigen, bin ich vollkommen einverstanden. Wir haben jetzt ein Zeitalter der sehr, sehr billigen Energie. Das geht schon ein bisschen, die Energien sind schon nicht mehr so billig, die Fossilen, wie sie schon waren. Und ich glaube, es ist, wenn wir einfach sagen, wir müssen auf Teufel komm raus die guten Energien noch billiger machen, damit sie konkurrenzieren können, dann drehen wir an dieser Spirale der sehr, sehr billigen Energie weiter. Und vor allem der entscheidende Punkt ist, wir brauchen nicht mehr Solarenergie, wir brauchen weniger Fossile, das heißt gar keine mehr am Ende. Und mehr Solare kann ein Weg zum Ziel, oder kann dazu beitragen, das Ziel zu erreichen, aber
das Entscheidende ist, dass die anderen weggehen und nicht, dass die Solaren dazukommen. Wenn ich die Energiegeschichte anschaue, dann ist es so, dass jede neue Energieform ist zu den alten bisherigen dazugekommen. Keine hat die anderen verdrängt. Also ich meine, wir brauchen heute das Kohlezeitalter, das große Kohlezeitalter war das 19. Jahrhundert, aber wir brauchen heute sehr, sehr viel mehr Kohle als im 19. Jahrhundert. Das Erdöl hat die Kohle nicht abgelöst, die verschiedenen Arten elektrischer Energie haben das Erdöl nicht abgelöst. Das ist immer dazugekommen. Und die große Gefahr ist, wenn wir jetzt versuchen, erneuerbare Energien zu fördern, ohne die anderen, die wir weghaben wollen, aktiv wegzunehmen, dann haben wir die einfach auch nochmal on the top. Dann brauchen wir nochmal zusätzlich. Drum, wir brauchen selbstverständlich solare Energieformen am Schluss. Wir müssen von der solaren Energie unser System betreiben. Aber das Entscheidende ist nicht, dass wir von denen möglichst viel haben, sondern dass wir von den anderen keine mehr haben. Was dann wieder die Brücke schlägt zu deiner Klarheit bezüglich Verboten. Also die Schönheit des Verbotes genau, muss also wieder betont werden. Die Gletscherinitiative, die ich hier vertrete, sagt, spätestens ab 2050 dürfen keine fossilen Energieträger mehr in Verkehr gebracht werden. Und inwieweit man dann die Energie, die da wegfällt, ersetzt durch andere Energieformen und durch welche, inwieweit man sie gar nicht ersetzt, sondern einspart, das ist dann sekundär. Um das ein noch ein bisschen zu untermalen, es gibt in Österreich ein Bürogebäude, das wurde so gebaut, dass es keine Energie braucht. Aber nicht mit Hightech, sondern mit dicken Mauern. So einfach geht's, oder? Wir leben auch in einer Gesellschaft, in der der Hightech-Wahn sehr stark gekoppelt ist mit Neuverdienen und mit der Logik, die du erwähnt hast, dass dann eben immer auf den Bestehenden noch etwas Neues dazukommt und nichts wirklich verändert wird in unserem Sinne. Ja, und wie steht's mit der Politik und euren Wahlempfehlungen? Also ich denke, also man kann sie sehr einfach beantworten. Ich denke, aus politaktischer Sicht macht das nicht viel Sinn. Man würde einfach wahrscheinlich der SP oder den Grünen ein paar Sitze wegnehmen aus diesen Gründen. Ich möchte aber einfach noch mehr auf diesen Aspekt kommen, sozusagen, dass wir nicht im Links-Rechts-Schema denken sollten. Das Klima geht uns ja alle etwas an. Wir sollten sozusagen über dem stehen. Ich denke, also ich persönlich bin ganz klar links. Andere Personen im Klimaschreck würden etwas anderes von sich sagen. Das ist okay. Aber das haben wir nicht so groß darüber gesprochen, jetzt, wieso überhaupt die Klimakrise existiert. Und das ist wegen ganz bestimmten politischen Gruppierungen, wegen ganz bestimmten wirtschaftlichen Interessen. Und die sind politisch und die sind einem ganz klar politischen Lager zuzuordnen. Also nicht einem, aber sehr, sehr vielen. Und wir dürfen uns nicht einfach aus dieser Debatte rausnehmen und sagen, ja, wir machen jetzt Klimaschutz und links, rechts spielt eigentlich gar keine Rolle. Also erstmal, das kann auch ganz, ganz gefährlich sein, weil wir wollen keinen Ökofaschismus. Und den gibt es. Aber ich glaube, was ich mehr sagen wollte, ist, ja, wir müssen einfach auch, und das ist eben, das hat jetzt keine Zeit mehr, aber wir müssen uns auch überlegen, ja, wieso gibt es diese Krise? Und diese basiert ganz klar auf Ungleichheiten, auf Rassismus, auf zum Teil Sexismus, aber ganz zum großen Teil auf dem Imperialismus und zum größten Teil auf dem Kapitalismus. Und wir müssen diese Systeme müssen wir hinterfragen und die werden von ganz gewissen politischen Gruppierungen vertreten oder unterstützt. Und wir dürfen uns einfach nicht aus dieser Debatte rausnehmen, weil sonst überwinden wir diese Krise meiner Meinung nach nicht. Danke, Jonas. Ich möchte noch etwas sagen zu den Banken. Du hast schon eingeleitet in die Schlussrunde, in ein Fazit, oder? Du hast schon betont, dass wir wirklich über die gesamtgesellschaftlichen Grundstrukturen auch sprechen müssen, die auch ansprechen müssen, weil wir sonst die ausblenden, aber sie sind eben sehr wirkmächtig und das muss benannt werden. Bettina, wenn du jetzt ein Fazit ziehst unseres Gespräches und was dir jetzt sehr wichtig ist. Nein, das ist jetzt noch nicht das Fazit. Okay. Ja, ich möchte nur noch ganz schnell etwas sagen zu den Banken, weil ich finde es selbstverständlich super, wenn man versucht, das Image von CS und UBS zu ruinieren. Aber es macht mir manchmal ein bisschen Sorgen, weil ich habe das Gefühl, manche Leute glauben einfach, wir ziehen jetzt alle Investitionen aus den fossilen Energien ab und dann gibt es irgendwelche Bereiche, in die wir dann investieren, die gleich viele Profite bringen und dann wird alles super. Und man muss einfach sagen, Entschuldigung, diese Bereiche gibt es nicht. Man darf einfach nicht glauben, man könne deinvestieren und dann irgendwie laufe alles gleich weiter wie bisher einfach grün. Das ist einfach nicht möglich und es macht mir jetzt schon ein bisschen Angst,
Wenn ich mir vorstelle, wo die dann investieren, dann kommt nämlich wieder die sogenannte grüne Wirtschaft. Und was die dann meinen damit, ist Holz und Zuckerrohr und solche Sachen. Und da kann man ganz schlimme Dinge anstellen, siehe Palmöl. Und das entsteht jetzt schon wieder ein Boom. Ich finde das auch ein bisschen besorgniserregend, weil seit alle von Plastik sprechen und auf einmal das Gefühl haben, wir machen jetzt den Plastik aus Mais und dann ist das Problem gelöst. Und wir hatten genau die gleiche Debatte vor 10 Jahren mit den Treibstoffen. Wir sollten eigentlich wissen, dass es keine Lösung ist. Das wäre auch ein Teil einer Bilanz, dass man bei allen Vorschlägen, die gemacht werden, wirklich hinschauen muss, was sind die Interessen dahinter und was für Wirkungen erzeugen sie und sind sie nicht falsche Versprechen? Diese Aufmerksamkeit brauchen wir. Dafür hast du jetzt ein sprechendes Beispiel benannt. Ja, wir kommen ebenso in die Schlussrunde, in der wir versuchen, eine Art Bilanz zu ziehen, eine Synthese des Gespräches und auch Fragen aufwerfen, wie es jetzt weitergehen soll. Wer möchte? Ihr, Marcel? Gletscherinitiative? Jetzt hat sich wieder ausgeschaltet. Ich nehme da eins, okay. Was ich noch erwähnen möchte, ist der Klimastreikbewegung wurde ja vorgeworfen, dass sie jetzt sich politisieren lasse und extremistisch sei, weil sie eben die Systemfrage stellt. Und ich glaube, wenn man jetzt uns hier zuhört, dann hat das auch in Ohren vieler Leute, die vielleicht heute Abend nicht da sind, würde das sehr radikal klingen und schon das System in Frage zu stellen, gilt vielen als Sakrileg. Ich möchte einfach zum Schluss noch daran erinnern, dass die Forderung des Klimastreiks, die ja lautet, falls wir die anderen Forderungen nicht im System bewältigen können, müssen wir über einen Systemwandel nachdenken. Diese Forderung ist ja unglaublich zahm formuliert. Es gibt ein Gremium, das formuliert es sehr viel dezidierter und das ist der Konsens der Wissenschaften, nämlich das IPCC. Die IPCC sagt, wir brauchen unprecedented system transitions. Ich sag's falsch. Also wir brauchen ganz zahlreiche Systemtransformationen, unprecedented in scale, so heißt's genau. Also wie es sie im Ausmaß noch nie gegeben hat. Das ist die Konsensmeinung der Wissenschaften. Wir brauchen diese Systemübergänge in ganz vielen Bereichen. Und insofern einfach, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, das sind irgendwelche, die radikalen linken Klimabewegten, die wollen sogar noch über das System sprechen. Das ist einfach wissenschaftlich akzeptierter Konsens. Also nicht wir müssen uns rechtfertigen, wenn wir über System Change reden, sondern die anderen müssen sich rechtfertigen, wenn sie noch nicht über System Change reden. Ja, eine Bilanz. Weitere, wer möchte den Ball aufnehmen? Jonas? Ja, voll. Also das heißt ja nicht nur unprecedented in scale, but not in time, but not in speed, genau. Also es ist möglich, ein System Change ist möglich und das ist, ja genau, es ist nicht unmöglich, einen solchen System Change zu machen. Aber es braucht einen unglaublichen Willen, das mal alles zuallererst. Und dann braucht es auch gewisse Ressourcen und so weiter. Es braucht wirklich den größten Willen, den wir je hatten in der Menschheit. Und jetzt können Sie wirklich an alles zurückdenken, an alle Dinge, die die Menschheit jemals gemacht hat. Und sie ist größer wie das. Und ich glaube, das ist das, was viele Menschen noch nicht vorstellen können. Ich glaube, vielen Personen ist noch nicht klar, in was für eine Krise wir stecken. Wir haben heute nicht groß darüber gesprochen, aber wir müssen den Wandel jetzt haben. Wir müssen diese Frage so oft stellen wie möglich. Wir können sie auch anders beantworten, als wir sie heute Abend beantwortet haben. Also die Credit Suisse sollte sehr wohl auch diese Systemfrage stellen. Also Sie beantwortet sie dann einfach anders und dann häufig mit den Fakten ein wenig verdreht. Aber die Systemfrage zu stellen, ist ja nicht falsch. Und ich denke, das müssen wir jetzt umso intensiver machen. Jetzt gerade nach diesem Gespräch, machen Sie das mit Ihren SitznachbarInnen, machen Sie das zu Hause am Küchentisch, machen Sie das auf der Straße, machen Sie es im Zug, machen Sie es überall. Und dann brauchen wir vor allem Sie auf der Straße. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen Sie am 24. Mai in der ganzen Schweiz. Wir brauchen Sie am 9. August in Lausanne. Wir brauchen Sie vor allem am 27. September wieder auf der ganzen Welt für einen Generalstreik. Okay, Jonas.
Ja, ich würde mal vorschlagen, fangen wir doch mit dem Fliegen an. Nein, das ist ganz einfach, da muss man nämlich nur etwas nicht machen. Und es gab in den letzten Wochen so ein bisschen eine seltsame Diskussion, auch unter Linken, wo dann auf einmal das System so ein bisschen eine Ausrede wird, wo es dann heißt, ja, eben, es geht ja ums System und was ich mache, ist egal. Und ich möchte einfach betonen, es gibt einen Unterschied, ob jemand in einer schlecht isolierten, gasgeheizten Wohnung lebt, weil er oder sie es sich nicht leisten kann, oder ob jemand fliegt. Das ist einfach, für das eine kann man nicht viel und für das andere schon. Danke, Bettina. Also deine Oma ist ein Mensch, oder dann sterben. Genau, sagt es das noch. Nein. Daya, möchtest du? Ja, ich würde sagen, ich denke, es ist wichtig, dass, ich glaube, Marcel, du hast erwähnt, dass oft als Menschen, wir finden es schwierig, die Welt, unser Leben anders vorzustellen. Und wir sind kreativ, das können wir. Und ich glaube, wir müssen daran denken und glauben an eine andere Zukunft. Und noch wichtiger, dass wir diese Zukunft ermöglichen können, indem wir alle auf die Straße gehen, bei Aktionen teilnehmen, indem wir mit Alternativen experimentieren. Und Systemwandel ist schwierig, aber wir haben keine Wahl, wenn wir weiter überleben möchten. Und von dem her denke ich, wir wissen, dass der Pfad ist ungefähr da und vielleicht wissen wir nicht genau, wie wir dorthin gehen, aber jetzt müssen wir einfach anfangen, ausprobieren und alles im Leben ist so, oder? Ich meine, wir versuchen irgendwas, es geht halb, es geht nicht und dann wir denken, okay, jetzt was machen wir? Und es ist tausendmal leichter, wenn wir machen das solidarisch und miteinander anstatt gegeneinander machen.